Wenn Menschen einer hohen Strahlendosis ausgesetzt sind, dann können akute Strahleneffekte auftreten. Das sind zum Beispiel Haarausfall, Hautrötungen. Das kann aber bei einer sehr hohen Strahlendosis bis zum Tod führen. Nach dem Unglück von Fukushima sind in Japan keine akuten Strahleneffekte in der Bevölkerung aufgetreten. Nach dem Unglück von Tschernobyl sind wir zum Beispiel bei den Aufräumarbeitern, also den sogenannten Liquidatoren, akute Strahleneffekte aufgetreten und da kam es auch zu Todesfällen. Nach Tschernobyl ist es in Deutschland nicht zu akuten Strahlenschäden gekommen, dafür waren die Dosen viel zu niedrig. Jahre bis Jahrzehnte nach einer Strahlenexposition können sogenannte stochastische Strahleneffekte auftreten. Darunter versteht man vor allem Krebs. Und das Risiko für das Auftreten zusätzlicher Krebsfälle, das steigt mit der Strahlendosis an. Bei einer relativ hohen Strahlendosis, also über 100 Millisievert, gilt es als gesichert, dass das Krebsrisiko erhöht ist. Klinisch lassen sich strahlenbedingte Krebsfälle nicht von anderen Krebsfällen, die spontan auftreten, unterscheiden. Eine Erhöhung der Krebsrate durch Strahlung lässt sich mit statistischen Methoden nur dann feststellen, wenn die Anzahl der zusätzlichen Krebsfälle die normale Schwankungsbreite der Krebsrate praktisch übersteigt. Die wichtigste Quelle für Erkenntnisse über das Strahlenrisiko sind nach wie vor die Studien an den Atombombenüberlebenden in Japan. Nach dem Unglück von Fukushima ist in Japan am ehesten mit zusätzlichen Schilddrüsenkrebsfällen zu rechnen. Und zwar bei Personen, die zum Zeitpunkt des Unglücks Kinder waren und die sich in den Ortschaften befanden, die am stärksten betroffen waren, eben in der Region Fukushima. Bei diesen Personen werden deswegen zurzeit auch Screening-Programme zur Früherkennung durchgeführt.